Was geht, Freunde? Und damit herzlich willkommen zum nächsten Q&A, das Format, weil ich euch eigentlich jede Woche versprochen habe. Ja, habe nicht wirklich abgeliefert hier in der Kickbase-freien Sommerzeit, aber heute sind wir da mit dem zweiten Q&A und starten direkt rein mit den Fragen. Let's go. Bevor das Ganze losgeht, Freunde, lasst doch liebend gerne ein Like auf diesen Q&A da. Würde mich sehr freuen. Ich habe heute wieder versucht, einen kleinen Mix aus generellen Fußballfragen, Kickbase-Fragen zu stellen. Ab der nächsten Woche wird es dann wirklich ausschließlich fast nur noch Kickbase-Content geben. Ich werde weiterhin die Fantasy-Previews und die Deutschland-Previews machen, aber ab der nächsten Woche starten wir dann wirklich mit dem absoluten Deep Dive in die neue Kickbase-Saison. Heute starten wir aber erstmal mit dem Q&A und die erste Frage kommt von MaroPix09. Und er fragt generelle Frage, wann startet Kickbase für die neue Saison? Ich kann das generell ganz easy beantworten, denn es gibt keinen festen Startpunkt. Theoretisch gesehen kannst du Kickbase für immer durchlaufen lassen in jeder Liga. Es gibt also nicht einen Startpunkt, wo Kickbase sagt, yo, jetzt haben wir Saison 24-25. Es wird natürlich noch ein bisschen dauern, bis alle Spielerbilder aktualisiert sind, bis die neuen Vereine in der App sind. Dafür gibt es ein Datum, das ist aber bisher noch nicht kommuniziert. Potenziell waren die neue App-Version, also die Version habe ich euch auch schon zwei, dreimal im Video gezeigt gehabt. Könnt ihr gerne abchecken auf dem Kanal, neue Kickbase-Version, KB4, irgendwie sowas habe ich das genannt gehabt. Die wird auch noch kommen und dann halt wie gesagt natürlich eben die neuen Teams alles mit drin. Also es wird so eine Art inoffiziellen Kickoff geben, aber Kickbase ist quasi ein Produkt, was die ganze Zeit durchläuft. Also wenn ihr jetzt schon eure Liga starten wollt, könnt ihr das jetzt schon machen. Ich nutze die Frage aber wie jedes Jahr gefühlt als Aufhänger. Und will euch beantworten, wann man meiner Ansicht nach eine Liga starten sollte, weil das ist auch immer so ein Thema in der Community. Die Leute sind natürlich heiß und ich kann das verstehen und ich habe auch jetzt schon wieder Bock auf die neue Saison, aber vertraut mir, es macht noch keinen Sinn, so früh eure Liga zu starten. Macht einfach keinen Sinn. Als Faustregel sage ich, je nachdem wie viele Manager ihr seid, macht einen riesigen oder hat einen riesigen Einfluss auf wann ihr die Liga starten solltet. Und ja, wie erfahren eure Liga ist. Also je erfahrener und je mehr Manager, je erfahrener und desto weniger Manager in der Liga sind, desto näher an den Saisonstart solltet ihr eure Kickbase-Liga überhaupt erst starten. Als Faustregel, es gibt in Kickbase zwei Modi. Einmal den Modus, wo ihr ein Team habt und nochmal 50 Millionen Budget bekommt. Da habt ihr schon ein Team stehen. Da macht es wirklich in meiner Welt, egal in welcher Liga ihr spielt, keinen Sinn, mehr als 2 bis 3 Wochen vor Saisonstart zu starten. Wenn ihr eine 18er Liga spielt, startet ihr 3 Wochen vor Saisonbeginn. Wenn ihr eine, keine Ahnung, 12er Liga seid, startet ihr 2,5 Wochen vor Saisonbeginn. Wenn ihr eine 8er Liga seid, startet ihr 2 Wochen vor Saisonbeginn. Und viel weiter drunter will ich nicht gehen, weil man will ja auch noch so ein bisschen anpassen etc. Wenn ihr wirklich eine sehr, sehr kleine Liga seid, dann kann ich euch vielleicht sogar raten, eine Woche vor Saisonstart zu starten. Aber nur dann, wenn ihr eben diesen Modus spielt, wo man bereits ein Team mit drin hat. Es gibt noch einen zweiten Modus, den Monetenmodus, wo ihr 200 Millionen bekommt. Also ich spreche jetzt die ganze Zeit nur von der Bundesliga. Wie das mit dem Budget in der zweiten Liga ist, könnt ihr einfach alles halbieren. Dann wisst ihr ganz genau, wie das Budget in der zweiten Liga aussieht. Da würde ich sagen, kann man schon mit einem deutlich größeren Vorlauf starten. Ich würde sagen, alles zwischen in der kleineren Liga 3 Wochen bis hin zu 6 Wochen bei einer großen Liga sind für mich vollkommen in Ordnung. Also wenn ihr eine 18-Mann-Liga spielt und den 200-Millionen-Modus, das heißt keiner hat Spieler, das ist crazy, kommen wir gleich auch drauf zu sprechen. So spiele ich nämlich die zweite Liga dieses Jahr bei den Jungs von Doppelpack Official. Das wird wild. Da kann man schon ein ordentliches Stückchen vorher starten, weil da muss man sich die Zeit auch nehmen. Also nochmal zusammengefasst, dein 50-Millionen-Modus plus Team, 2 bis 3 Wochen je nach Ligagröße, 200-Millionen-Modus, 3 bis 6 Wochen je nach Ligagröße. Kommen wir zur nächsten Frage und die kommt von Hello oder Halo MTGA. Welche Spieler nächste Saison unbedingt holen? Ich habe die Frage natürlich wieder aufgedröselt, weil ich werde euch jetzt hier nicht eine 20er Liste von Spielern an die Backen klatschen. Aber ich habe es wieder aufgeteilt in meinen Limitless-Spieler, also ein Spieler, egal welches Budget, wo ich sage, den oder auf den sollte man gehen. Dann ein Spieler, unter den ihr wahrscheinlich so eventuell sogar unter 30 Millionen bekommt. Ein Spieler, den ihr wahrscheinlich unter 20 Millionen bekommt und ein Spieler, den ihr wahrscheinlich unter 10 Millionen bekommt. Und beim Limitless-Spieler habe ich mich für Florian Wirtz entschieden, unseren Kartoffelmann. Warum ihn, warum nicht ein Harry Kane, warum nicht ein Jamal Musiala? Auch wenn Leverkusen letztes Jahr crazy war, glaube ich, dass du bei Florian Wirtz eine Menge Geld sparen kannst im Vergleich zu einem Jamal Musiala und einem Harry Kane. Wenn wir so ein bisschen die Wertverläufe oder die Overpays aus den letzten Jahren angucken,
würde ich sagen, sind die zwei Spieler, also Musiala und Kane, letztes Jahr in fast allen Ligen so zwischen 70 und 80 Millionen im Average, in manchen Ligen ja noch crazier oder weniger, weggegangen. Florian Wirtz hast du in manchen Ligen für unter 60 bekommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nächstes Jahr wieder das Ganze anders sein wird, dass die Dominanz, die Leverkusen hatte, sich auch auf Kickbase-Marktwerte auslöst. Das heißt, meine persönliche Prognose ist, dass man Leverkusen-Spieler deutlich günstiger bekommt als Bayern-Spieler. Und deswegen sage ich dieses Jahr, Florian Wirtz, ich habe ihn ja vor der Saison schon als Hot-Take-MVP gecallt, als Seasonal-MVP. Mittlerweile ist alles andere als ein Hot-Take und deswegen sage ich, Florian Wirtz ist der Mann, auf den man nächstes Jahr auf jeden Fall richtig geil gamblen kann, weil man den auch deutlich günstiger bekommt als eben, wie gesagt, die anderen Kandidaten wie ein Harry Kane oder ein Jamal Musiala. Spieler unter 30 Millionen gehe ich mit Josip Stanisic vom FC Bayern, sollte er beim FC Bayern bleiben, denn dann gehe ich stark davon aus, dass er der Stammrechtsverteidiger sein wird und ich finde, man sieht sowohl bei der kroatischen Nationalmannschaft als auch bei Bayern 04 Leverkusen letztes Jahr, der Mann hat richtig, richtig, richtiges Zicko-Kickbase-Potenzial. Ist ein wahnsinnig ballsicherer Spieler, schaltet sich unglaublich viel offensiv mit ein, also Scorer kann man auch mitrechnen. Und das in Kombination mit dem FC Bayern nächstes Jahr, den ich deutlich stärker erwarte, Match made in heaven. Josip Stanisic ist mein bester Spieler, den ihr vielleicht sogar unter 30 Millionen bekommt. Unter 20 Millionen habe ich dann Tim Kleindienst von der Borussia aus Mönchengladbach. Liegt einfach daran, ich glaube in Kickbase... Die Parallelen sind wieder da, Freunde. Gladbach-Stürmer und Tobi schmeißt sich drauf. Wer hätte es gedacht? Nein, aber in Kickbase ist es immer relativ schwierig, gute Stürmer zu bekommen. Das ist einfach eine Sache, oder der Markt, der Stürmermarkt in Kickbase ist immer relativ rar gesät. Und es macht wirklich extrem viel Sinn, am Anfang sich einen geilen Stürmer einzutüten. Und ich kann mir wirklich vorstellen, auch wenn der bis zum Saisonbeginn noch ordentlich steigen wird, dass man Tim Kleindienst weit unter 20 Millionen oder nicht jetzt für 20 Bang-On, sondern vielleicht sogar für 15, 16 Millionen bekommt. Und da es einfach ein Match made in heaven ist, checkt gerne meine Transferanalyse ab, kam gestern online, da habe ich über ihn geredet, glaube ich, dass er einer der besten Spieler unter 20 Millionen ist am Saisonstart. Der vierte und letzte Spieler unter 10 Millionen ist dann Andreas Hanke Olsen, ist auch jemand, den ich letztes Jahr so häufig rausgehoben habe und er hat sich immer wieder verletzt. Es war super ärgerlich, er ist ein super Spieler, Mainz hat generell in der Rückrunde eine wahnsinnig tolle Entwicklung hingelegt unter Bo Henriksson. Und ich glaube, er kann jemand sein, der wirklich ein absolutes Cheap Beast nächstes Jahr sein kann. Jemand, der um den 100er Average fährt. Ist ein sehr zweikampfstarker Spieler, aber auch mit dem Ball eigentlich ganz gut. Auch sehr torgefährlich. Hat er auch letztes Jahr das ein oder andere Mal vor zwei Jahren noch mehr gezeigt. Das ist für mich so jemand, so der Traum-Innenverteidiger oder Traumverteidiger, den man sich am Anfang Kickbase reinstellen kann. Und das unter 10 Millionen sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Kommen wir zur nächsten Frage und die kommt von Smolly, aka André. Beste Grüße an der Stelle. Er fragt Transfertaktik, wenn man in der Winterpause resettet. Ja, nächstes Jahr werden wir auch in meinem Kickbase-Guide-Ligensystem mit einem Winter-Reset spielen. Das bedeutet natürlich, dass man auch ein bisschen die Taktik anpassen muss. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was das wird. Ich habe noch nie in meiner Kickbase-Historie mit einem Reset gespielt. Das ist für mich auch absolutes Neuland. Deswegen... Ich werde direkt Disclaimer vorweg sagen, ich kann euch da keine perfekte Taktik nennen, weil ich selber noch nie gespielt habe, aber wir können es ja rein faktisch betrachten. Du hast nicht mehr die gesamte Saison zu managen, sondern eine halbe Saison. Danach wird resettet, danach du hast wieder das Geld von vorne plus die Spieler, die du dir vielleicht erwirtschaftet, overpaid hast, was auch immer, sind zum Winter weg, je nachdem was für ein Reset ihr spielt. Das bedeutet ja theoretisch gesehen einfach, dass man diese gesamte Saisonphase einfach auf die Hälfte runterrechnen muss. Das bedeutet geringere Overpays, nicht so verkrampft auf Spieler gehen, weil du sie sowieso nicht das ganze Jahr überhalten kannst. Und ich glaube, das wird auch mein Ansatz sein, dass ich da sehr, sehr, sehr casual rangehe mit Overpays, sehr bedacht rangehe und glaube, dass es sehr, sehr wertvoll ist, gerade zum Saisonbeginn mit möglichst vielen Punkten glänzen zu können und möglichst schnell relativ gut spielendes Team zu haben, was jetzt keine absoluten Überflieger mit drin hat. Aber hey, das ist am Ende Latte, weil die haben mal 18 Spieltage und in der zweiten Saisonhälfte muss man dasselbe wieder von vorne starten. Also ich glaube, so diese richtig übertriebenen Overpays sind eh völlig affig. Also auch in der Jahresliga. Das hat sich dieses Jahr mehr als gut genug gezeigt gehabt. Die Spieler, außer vielleicht Harry Kane, die eben in diesen exorbitanten Summen weggegangen sind, die haben am Ende gar nicht so doll geliefert wie ein Jamal Musiala etc., und Spieler wie ein Granit Xhaka, der am Ende auf Platz 3 oder 4 gefinisht hat, den hast du teilweise für 30 Millionen in Ligen bekommen. Also klar, so Spieler kann man nicht voraussagen oder jetzt kann jeder sagen, yo, ich habe das gecallt, aber keiner callt, dass ein Granit Xhaka ein 160er Average fährt. Das funktioniert nicht. Aber das zeigt mir halt persönlich einfach, dass der Gedanke, den gerade die erfahrenen Manager, und das ist das Gefährliche, die Leute, die mir gerade zuhören, die seit Ewigkeiten Kickbase spielen, so wie ich, früher war es halt so, du hattest dieses Bayern-Monopol, du musstest auf Bayern-Spieler gehen und dieser Need nach Bayern-Spielern war so riesig, dass da jeder reingebuttert hat wie ein Wilder.
Ich glaube, das relativiert sich alles einfach ein bisschen, weil die FC Bayern-Dominanz ein bisschen weg ist und wir andere richtig gute Mannschaften in der Bundesliga haben. Deswegen mein persönlicher Call, relativ leger rangehen, wirklich nicht übertreiben mit den Overpays. Und dann wird man, glaube ich, auch mit einem Reset eine sehr, sehr gute Saison spielen. Ich habe es eben kurz angesprochen. Ich werde nächste Woche eine zweite Liga starten. Gibt es dazu Content? Kann ich direkt sagen, nein, es wird kein Zweitliga-Content geben. Aber wenn ihr coolen Zweitliga-Content sehen wollt, checkt die Jungs von Doppelpack Official ab. Die haben mittlerweile auch einen YouTube-Kanal. Da gibt es dann Aufstellungsprognosen etc. Kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Sind zwei super sympathische Jungs. Beste Grüße an Lars und Valentin. Ich habe die auf dem Creator-Event kennengelernt. Beides, wie gesagt, sehr, sehr sympathische Jungs. Und ich freue mich auf die nächste Pro-Club-Session. Kommen wir zur Frage, ich weiß nicht, wer es am Ende gestellt hat, Lars oder Valentin. Wer wird Zweitligameister? Ich glaube, die Frage wurde unter anderem auch, wie gesagt, gestellt, weil ich eben in einer der Community-Ligen von den beiden gegen die beiden mitspiele. Also ich wurde direkt in die oberste Liga reingerankt. Womit ich das verdient habe, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, aber ich bin in der ersten Liga mit drin und deswegen muss ich mich natürlich auch mit der zweiten Bundesliga dieses Jahr deutlich mehr auseinandersetzen, worauf ich mich aber sehr, sehr freue. Ich mach's kurz und knapp, ich habe mich für Fortuna Düsseldorf entschieden. Ich finde, die Fortuna hat letztes Jahr mit einer der krassesten Entwicklungen hingelegt, die ich seit langem bei einem Zweitligaverein gesehen habe. Klar gibt's auch so ein paar andere Favoriten, wie die Hertha, natürlich wie jedes Jahr der HSV, aber ich glaube, beim HSV ist alles aktuell immer noch so kaputt, das wird nichts. Ich habe die letzten 3 Jahre HSV als Meister gecallt. Also jetzt, wo ich sage, es wird nichts, können die HSV-Fans sich vielleicht freuen. Nein, für mich sind die Herthaner auch eine Mannschaft, auf die man eventuell gehen kann, aber mein persönlicher Call und Gedanke ist die Fortuna aus Düsseldorf. Man hat unter anderem auch mit Mbamba von Leverkusen meiner Ansicht nach einen der spannendsten Spieler ausgeliehen. Ich fand den überragend schon bei Leverkusen in den paar Spielen, die er gemacht hat, beziehungsweise als er zu Leverkusen gewechselt ist, habe ich da wirklich Großes erwartet und habe gesagt, der kann sich eventuell sogar durchsetzen in dieser Mannschaft. Das hat viel zu heißen und so einen Spieler bei der Fortuna zu haben, ich glaube, der wird richtig, richtig, richtig reinhämmern und da eine geile Zweitligasaison spielen. Also der ist direkt auf meiner Zweitliga-Scout-Liste. Genauso wie natürlich Christoph Zolis, der wahrscheinlich nicht bleiben wird, dass er das große What-If. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fortuna den halten will. Vielleicht gibt es ja auch schon konkrete Abgangsgerüchte, das weiß ich ehrlicherweise nicht. Aber der wird wohl nicht bei der Fortuna bleiben. Wenn man den noch kompensieren kann, die Defensive war letztes Jahr schon überragend, auch die Offensive war sehr gut. Man hat auf beiden Enden wirklich tolle Leistungen abgeliefert in der zweiten Bundesliga. Für mich ist die Fortuna. Ich glaube, die werden es machen dieses Jahr und werden Zweitligameister werden. Kommen wir zur vorletzten Frage und die war sehr kreativ, deswegen habe ich sie sehr gefeiert. Sie kommt von Dominik und er fragt oder er stellt die Aufgabe, die Challenge. Mittelfeld gleich Torhüter, Innenverteidiger gleich Stürmer, Torwart gleich Mittelfeldspieler, Stürmer gleich Innenverteidiger. Was ist meine Top-11? Und die werden wir jetzt zusammenbauen. Wie ihr oben bereits seht, muss ich natürlich mit dem Mittelfeldspieler im Tor anfangen. Und das war, glaube ich, die Position, wo ich mir am schwersten getan habe. Ich habe mich am Ende für Leon Goretzka entschieden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Mann im Tor auf jeden Fall was drauf hat. Der bringt eine gute Athletik mit, der bringt eine gute Leadership mit. Ich glaube, das ist auch ein sehr spielintelligenter Spieler. Das heißt, Positioning etc. würde er im Tor mit Sicherheit drauf haben. Und ich glaube, dass er auch die ein oder andere Parade raushauen könnte. Kommen wir zu meinen Außenverteidigern. Und hier habe ich mir einfach gedacht gehabt, okay, ich will Stürmer haben, die möglichst bissig sind, möglichst viele Zweikämpfe involviert sind und auch defensiv gut mitarbeiten können. Und zum einen habe ich da Julian Alvarez von Manchester City, der sowieso ein absolutes Arbeitstier ist. Der spult als Stürmer in jedem Spiel gefühlt 13, 14 Kilometer ab, rennt alles in Grund und Boden und fängt nicht mal an zu schwitzen. Das ist mein perfekter, bissiger Rechtsverteidiger. Mein Linksverteidiger ist Kevin Volland. Ich habe irgendwie sogar im Kopf, dass der das mal gespielt hat, aber ich glaube, wenn du ein Jahr bei Union Berlin im Sturm gespielt hast, dann kannst du definitiv auch Verteidiger spielen. Sind dann zwei lengthy Riesen mit Tim Kleindienst und Erling Haaland. Ich will zum einen die physische Stärke haben, die Lufthoheit durch Tim Kleindienst und natürlich das unmenschliche Pace von Erling Haaland. Das sind meine beiden Innenverteidiger. Wir kommen zum Mittelfeld und gehen mit den beiden Sechserpositionen. Und hier habe ich einfach die zwei Torhüter auf der Welt genommen, die meiner Ansicht nach den besten oder am besten mit Ball am Fuß sind. Und das sind für mich Manuel Neuer und Ederson. Das sind meine zwei Mittelfeldspieler. Den kannst du den Ball geben, die geben einfach, die haben eine perfekte Passquote. Die sind sicher da mit in der Mitte mit drin. Die sind auch eklig in den Zweikämpfen. Die wissen, wie sie sich zu bewegen haben. Die zwei perfekten Sechser in diesem Team. Auf meinen äußeren Mittelfeldpositionen wollte ich natürlich zwei Torhüter haben, die möglichst schnell sind. Ich habe zum einen Joe Hart, Legende, wer sich an den Sprint erinnert bei Manchester City. Ich weiß den Gegner nicht mehr. Ich glaube sogar gegen United im Derby, also wirklich ein crazy Sprint nach hinten. Und Jan Sommer auf der anderen Seite. Bei Jan Sommer gehe ich einfach von aus, dass er relativ klein und agil ist.
Gibt mir also so ein bisschen diese Dribbler-Vibes auf der anderen Seite. Dann haben wir den Pace-Demon Joe Hart auf der linken Seite und Jan Sommer, den Dribbelmonster, auf der rechten Seite. Im Sturm gehe ich dann, und jetzt kommt die Kombination of Dreams, mit Virgil van Dijk und mit Kevin Schlotterbeck. Yes, Sir, das ist meine Innenverteidiger-Partnership da vorne drin. Virgil van Dijk ist für mich einfach sowohl, also der ist für mich so ein Musterathlet, egal ob es die Körperkonstitution sind, als auch der Abschluss. Ihr erinnert euch alle an den Elfmeter, den er gegen Kepa geschossen hat. Generell natürlich einfach eine physische Präsenz da vorne drin, ist ja klar. Und der Spieler neben dran ist Kevin Schlotterbeck. Ey, wenn du der Bundesliga als Innenverteidiger 5 Tore machen kannst, dann kannst du das definitiv auch vorne drin. Deswegen ist Kevin Schlotterbeck mein Sturmpartner von Virgil van Dijk. Und das, meine lieben Freunde, war das Q&A am heutigen Donnerstag. Ich hoffe, das Ganze hat euch wie immer Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns morgen zur Deutschland-Preview für das Spiel gegen Dänemark. Freue ich mich schon sehr drauf. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Haut da rein, bis dann und I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man?